Guten Morgen, ihr Lieben. Ganz viele Küsschen für euch da draußen. Wir machen heute ein bisschen Pilates, ja? Ich hoffe, ihr erkennt mich noch. Ich euch auch. Dann legen wir jetzt einfach los, ja? Hab Spaß dabei, entspann ein bisschen und wir machen einfach weiter und lassen uns durch nichts erschüttern. Bis gleich. Okay, wir nehmen unsere Füße mit den Hacken zusammen in den typischen Pilates-Stand. Die Fußspitzen nach außen drehen, schön feststehen in der Matte. Und atmen erstmal ganz tief ein. Und aus. Und nochmal komm. Ein. Und aus. Ein letztes Mal. Ein. Und aus. Und dann nimmst du deine Schulter nach hinten unten. Rollst die nochmal genauso. Direkt auf die Matte, nicht auf deine Füße. Und
deine Arme sind genau neben den Ohren. Hast du das? Ich sehe dich. Gut. Weiter so. Jetzt nimmst du deine Hände nach unten und du kannst. Du hast immer noch feste Beine, gestreckte Beine. Du hast immer noch ausgestreckte Arme. Bis in die Fingerspitzen bist du ganz fest und angespannt. Und dann wanderst du in der Paddelbewegung nach außen und hältst an. Halte an, du bist immer noch parallel über der Matte. Du hältst hier, deine Arme sind weit gestreckt. Dann paddelst du nochmal ein bisschen. Du stellst einfach vor, du hast zwei Petsybälle, ja, unter deinen Handflächen. Und die willst du so andotzen. Ja, mach das mal. So brennen. Okay? Fester. Halte an. Nimm die Arme wieder nach vorne und komm nach oben. Direkt wieder in die Rückbeuge. Kinn auf die Brust. Becken nach vorne. Und halte hier. Wunderschön. Direkt wieder in den Tisch nach vorne. Mach dich hier schön lang. Arme breit. Kurz halten. Für 4 und 3. Ich bin ganz sicher, du machst das wunderbar. Und dann nimmst du deine Hände nach unten. Ja, genau. Hältst hier. Ich mach mal gerade hier meine Brille zur Seite. Ne? So, dann kommst du hier vor die Füße. Lass die Fingerspitzen vor den großen Zeh. Wenn du hier gerade nicht dran kommst, ne, dann bleibst du hier. Das ist kein Problem. Aber versuch, Arme und Beine durchzustrecken und zu halten. Gut, noch 4 und 3, noch 2, sehr schön. Jetzt nimmst du deine Knie ein bisschen in die Beugung und wieder in die Streckung zurück. Ja, beugen und strecken. Und nochmal beugen und strecken. Und du hältst nochmal wieder an. Streck Arme und Beine komplett durch. Und komm dann wieder an deine Schienbeine zurück. Drück dich mit geradem Rücken auf die Oberschenkel. Die Schultern nach hinten. Und dann wirst du rund, deine Fingerspitzen gehen nach innen an den Beinen und mit rundem Rücken rollst du dich nach oben. Schultern zurück, ganz wunderbar. Und wir wollen nochmal die Schultern ein bisschen anheben, weit nach hinten schieben und dann nach oben. Das machst du nochmal anheben, schieben und nach oben. Perfekt. Einmal in die Rückbeuge. Roll hier richtig den Rücken ein. Wenn du dich hier anfällst, das kannst du ruhig machen, ja, dann solltest du hier Falten spüren. Dann genau bist du im unteren Rücken ganz rund. Der Bauch darf raus. Ja. Geht auch ein bisschen weiter im T-Shirt. Okay, halte für den Augenblick. Genau deswegen seid ihr gerade hier mit mir, ja, um Schlimmeres aufzuhalten für die nächste Zeit. Komm, nach vorne in die Vorbeuge. Hier bleibst du jetzt für einen Augenblick und wir hacken ein bisschen Petersilie, das dürfen wir ja, ganz viel essen, um die Immunkräfte zu mobilisieren. Fester, dabei hast du definitiv lange gestreckte Arme. Ganz fest machen, alles die ganze Zeit und auf deine Beine sind angespannt, genauso wie der Po. Es ist überhaupt nichts mehr locker, außer dein Kopf. Ein Lächeln darfst du mir schicken. Es kommt bei mir an, glaub mir. Sehr schön. Und halt an, Arme zur Seite. Halten. Und dann kommst du wieder an deine Schienbeine. Halt auch hier. Für den Augenblick. Sinke ab vor deinen Füßen. Streck Arme und Beine nochmal durch, schön anspannen und dann beuge die Knie und
und strecke sie. Und beuge. Und strecke. Und das machen wir noch viermal. Beugen und strecken. Und beugen und strecken. Zweimal noch und strecken. Und das letzte Mal. Wunderbar. Und du bleibst hier. Wir wandern nach vorne mit den Händen. Eins, zwei, drei, vier. Gut. Wenn sich deine Fersen jetzt lösen von der Matte, ist das überhaupt nicht schlimm. Du kannst auch so stehen, ja? Wenn es dir aber gelingt, die Ferse auf die Matte zu drücken, umso besser. Jetzt nimmst du deinen Kopf durch die Unterarme durch nach hinten. Der höchste Punkt ist jetzt dein Po. Und du hältst den Kopf zwischen den Armen und drückst deine Beine in Streckung und auf die Arme. Und hier hältst du noch für 4, für 3, für 2. Und dann kommst du nach vorne und wir wandern vor in den hohen Plank und Stütz. Halte hier. Schau mal, dass hier deine Hände mit dem Ellenbogen unter der Schulter sind. Du bist an sich komplett angespannt. Das ist eine Ganzkörperübung. Und du hältst für 4, für 3, für 2 und vielleicht noch mal länger. Wenn du nicht mehr kannst, senk die Knie ab und halte weiter aus dieser Position. Ja? Wer kann, bleibt hier. Noch 2. Und der letzte. Und jetzt machen wir eine kleine Pause. Knie ablegen. Und dann kommst du mal nach hinten. Ja, wunderbar. Ne? Du spürst, mit der Abfolge wirst du immer ein Stückchen beweglicher. Genau das wollen wir im Pilates erreichen. Kräftigung und Beweglichkeit. Und du bist heute dabei. Ich freue mich darüber. Auch wenn ich dich sehen kann, ihr macht das 100% super klasse. Und wir machen weiter, ja? Wir kommen in den hohen Stütz zurück. Und du hältst nochmal für 4 und 3 und 2 und nochmal. Und du siehst, jetzt eben hatte ich meine Füße geöffnet, jetzt habe ich sie geschlossen. Dann ist das noch ein bisschen anstrengender, ja? Wir machen noch 8, 7, 6, noch 5, nur 4. 3, noch 2, wunderbar, du öffnest deine Füße wieder etwas, ungefähr hüftbreit, ganz prima. Und jetzt checkst du nochmal deine Hände unter der Schulter, du kannst jetzt die Knie absenken und dann kommst du mit den Ellenbogen ganz eng am Körper nach unten und hältst hier. Okay, du bleibst mal hier und hältst noch, ich zeige schnell was für die, die mehr wollen. Du kannst es nämlich auch hier halten. Ja? Einfach die Knie hoch, die Ellenbogen sind eng am Oberkörper und du hältst. Für 4 und 3, noch 2, Knie wieder absenken und einmal ganz ablegen. So, guck mal hier. Wie sage ich immer, ne? In der katholischen Kirche, da kann man mal sich hin und so hinlegen. Ja? Also einfach die Arme breit. Füße liegen ganz lang auf. Du krabbelst mit den Fingerspitzen, schau mal hier so, krabbelst du nach außen und du siehst, dass meine Schulter vorn ganz abgelegt ist. Drück die Schulter hier vorne, den vorderen Anteil der Schulter, drückst du auf die Matte und dein Kopf liegt mit einem Ohr ganz rauf. Ja, spür hier richtig, dass das deine Backe und dein Ohr aufliegt. Und dann kommst du zurück mit den Händen neben die Brust. Entscheide dich, ob du auf Knien bleiben möchtest. Und drück dich nach oben. Und wir halten wieder. 4, nur 3, noch 2. Und du kommst wieder nach unten mit engen Armen. Und du hältst hier. Vielleicht für 8, 7, noch 6, 5. Hier, komm, bleib dabei. 3, 2 und ablegen. Jetzt nimmst du deinen Kopf aber bitte auf die andere Seite. Ich
mache das jetzt nicht, weil ich hätte dich wundergerne gesehen, aber wenn ich mich jetzt umdrehe, ist ein bisschen unfreundlich, ne? Also bleibe ich hier so liegen, du hast deinen Kopf auf die andere Seite gedreht und krabbelst wieder mit deinen Fingerspitzen raus. Der Vorderanteil deiner Schulter liegt auf der Matte und du bleibst so liegen für den Augenblick. Ganz ruhig. Alles ist gut. Naja, passt alles, ne? Eigentlich ist es erst wieder gut, wenn wir uns wiedersehen, oder? Ich freue mich schon viel drauf. So, kommt. Hände wieder neben die Schulter und drück dich entweder so nach oben und bleib so oder fortgeschritten gerne. So. Gut. Okay, pass auf. Jetzt kommst du mit einem Fuß neben einer Hand. Fuß und Hand auf selber Linie, hier nebeneinander. Die andere Hand ist auch in derselben Linie, ja? So, jetzt schiebst du dein Becken etwas nach unten, ein kleines bisschen, und hältst einfach die Position. Für 4, für 3, für 2, wunderbar. Und schau mal, die Hand am aufgestellten Bein, die nimmst du jetzt nach oben und schaust der Hand hinterher. Und du hältst für 4, 3, 2, 1, nochmal mehr rausziehen. Wunderschön. Und dann kommst du neben die Hand zurück. Dein Fuß geht wieder nach hinten in den hohen Stütz und genau dasselbe passiert nun mit einer anderen Seite. Anderer Fuß und andere Hand. Drück dein Becken nach unten, schau, dass die Linie hier ungefähr gleich ist. Spür die Spannung im Bein und dann dreh dich auf zum aufgestellten Bein und halte. Zwei und zurück, den Fuß nach hinten und du hältst wieder den Stütz. Du spürst schon, dass dein Powerhouse gut arbeiten muss. Dein Bauch, ne, der Chorbereich wird komplett angespannt die ganze Zeit in dieser Position. Und dann kommst du mit deiner anderen Hand, mit deiner anderen Hand. Manchmal erzählt man auch ein bisschen Blödsinn, ne? Dazu in diesen Tagen, oder? Ich meine natürlich mit dem Fuß von eben nochmal hierher. Dann nimmst du den anderen Fuß auch nach vorne und nun bist du mit deinem Po auf der Kniehöhe, richtig? Deine Hände sind hier noch zwischen den Füßen und jetzt versuchst du, deine Hände zusammenzudrücken vor der Brust, dich aufzurichten, hier Schultern zurück. Genau. Und wenn du das halten kannst, ist das super klasse. Wenn du hier ein bisschen weiter hochgehen möchtest, ist es auch okay. Ja? Aber wir halten jetzt hier gemeinsam für ungefähr 8, 7, nur 6 und 5, noch 4, 3, 2. Und jetzt kommst du nach oben. Komm nach oben. Normal. Komm zurück zu deiner Matte. Und all das machen wir jetzt in einer Runde etwas zügiger. Ja? Das heißt, wir fangen mit der Rückbeuge an. Becken nach vorne, Kinn auf die Brust, Daumen nach hinten, schieb das Becken vor und halte für 4, 3, 2, 1. Hacken auseinander, kommen die Vorbeuge, Daumen nach oben. Streck Arme und Beine durch. Parallel zur Matte schauen. Petersilie hacken. Weiter. Und die Arme öffnen, die Handflächen nach unten. Parallel über der Matte bleiben. Und du treibst deine Petsibälle an.
mit langgestreckten Armen. Die Spannung, die Anspannung in Armen und Beinen bleibt komplett bestehen. Was machst du für 4, 3, 2, Hände an die Schienbeine. Komm vor den großen Onkel und sinke mit den Knien ein und streck die Beine, sinke ein und strecke, sinke ein und strecke, halte gestreckt für 4, 3, 2 und dann wandere nach vorne. 1, 2, 3, 4 und dann streckst du deinen Kopf zwischen den Armen durch. Wenn du kannst, lässt du deine Ferse unten. Halte hier für 4, 3, 2 und dann kommst du nach vorne in den Hohlstütz und du hältst hier für 8 und 7, noch 6, 5, komm, halte durch. 4, 3, 2, Knie absenken oder lass die Knie oben und senke nur deine Ellenbogen nach hinten. Presse fest deinen Körper für 4, 3, 2, leg ab, Arme breit auf ein Ohr und krabbel mit den Händen nach außen. Wunderschön. Ich bin ganz sicher, dass du fantastisch aussiehst, wenn du so da liegst. Okay, Hände neben die Brust, hoch, für 4 und 3 und 2 und du weißt, wir halten nochmal unten, nicht ablegen ganz, außer deine Knie, die dürfen, wenn du es nicht mehr halten kannst, gerne auf die Matte. 4, 3, 2, ablegen. Und ich nehme meinen Kopf zur selben Seite, du aber zur anderen, ja? Einfach legen, Schulter nach vorne und hier mit den Fingerspitzen nach außen krabbeln. Okay, zurück und wieder hoch, Ellbogen nach hinten, hoch. Und ein Fuß zur Hand, nach oben zum aufgestellten Bein aufdrehen. Halte für 4 und 3. Noch 2, komm zurück, nimm das Bein nach hinten, andere Fuß nach vorne und dann aufdrehen zum aufgestellten Bein für 4 und 3, noch 2, komm zurück, halte den hohen Stütz nochmal für 4, 3, 2 und nimm einen Fuß nach vorne und dann auch den anderen. Bleib hier, richte dich auf, drück deine Hände mit den Handflächen zusammen, Schultern zurück und wir halten hier auf, Po- und Knielinie die ganze Zeit fest und eine kleine Steigerung gibt es hier noch, du hebst, wenn du kannst und möchtest, auch noch deine Fersen hoch. Feste bleiben und das machst du für 4 und 3. Noch 2, setz die Fersen wieder auf und komm nach oben. Wunderbar. So, jetzt sind wir schon mal ein bisschen durchbewegt, richtig? Gut, dann kräftigen wir jetzt vorzugsweise im Pilates das Powerhouse, dein Bauch. Den machen wir ganz wunderschön und glaub mir, setz dich hin. Wenn man das ein bisschen geübt hat, ja, dann kannst du ganz wunderbar das im Alltag auch einbauen. Mach das einfach immer wieder mal. Du musst nicht die ganze Pilates-Abfolge können. Zwischendurch einfach mal nur den Bauch kräftigen. Da musst du nicht unbedingt ein großes Aufwärmprogramm haben. Der Bauch braucht das nicht so dringend. Ja, aber Muskeln braucht er. Das ist dein Korsett, was dich stützt. Also trainieren wir da jetzt mal schön hinein. Ne? Du hast zwei Möglichkeiten. Einmal kannst du deine Hände aufsetzen. So, ich drehe mich ein bisschen so. Hände aufsetzen, die Füße machst du schön lang. Schöner Pilatesfuß, ganz wunderbar. So, achte hier mal darauf, dass du nicht deine Schultern so hochziehst. Ja, bleib also mit den Händen breit, Schultern zurück.
Brust raus, stolze Brust. Und jetzt heb deine Füße. Genau, heb die Füße an. Und wenn du mehr kannst, wer regelmäßig zu mir kommt in meine Kurse, weiß, was jetzt kommt. Ne? Hände weg, genau. Das ist ein kleiner Burner hier, aber ganz wunderbar eben für dein Powerhouse. Schräge Bauchmuskulatur gerade, alles ist dabei und auch der untere Rücken. Und wenn es dir da jetzt zu sehr schmerzt, setzt du die Hände wieder auf. Ansonsten bleibst du oben. Und hier halten wir ein bisschen. Das schaffen wir noch 8 Mal. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Und jetzt kannst du deine Füße nochmal verschränken. Nimmst die Hände hier nach unten, ziehst mal deine Schultern nach vorne. Nach vorne. Und dann wieder durchdrücken. Schön die Brust öffnen. Schultern nach hinten. Wunderbar. Runde 2. Oh, wir gehen jetzt ein bisschen ins Power Pilates. Ja. Der erste Teil war eher so die Beweglichkeit, wo man Muskeln aufbauen. Das passiert ganz schön mit vielen Wiederholungen. Du hältst hier einfach durch und dass es nicht furchtbar langweilig wird mit der Zeit, kannst du deine Füße anziehen und strecken. Anziehen und strecken. Ja, ganz genau so. Die ganze Zeit. Wunderbar. Anziehen und strecken. Ja, sehr schön. Komm, mach weiter, mach weiter. Es lohnt sich alles. Nachher, wenn du wiederkommst und wir uns sehen, dann gucken wir uns gegenseitig aufs Powerhouse und schauen mal, was da so sich getan hat. Ich hoffe, es dauert nicht mehr zu lange, ne? So, 8 noch, 7 und 6. Noch 5, nur 4 noch und 3, noch 2 und komm wieder in den Sitz, Schultern nach vorne, zieh mal den Bauchnabel nach hinten, steck den in die Wirbelsäule, ja, du kommst dann in die Rundung, auch im unteren Bereich des Rückens, halte hier und dann kommst du wieder mit der Brust nach vorne, Schultern zurück. Okay, Runde 3, komm. Du hast jederzeit die Möglichkeit, wenn du nicht mehr kannst, die Hände abzusetzen, ja? Okay, Knie und Fußspitzen raus. Wir überschlagen die Beine. Und du spürst vielleicht deine Beine extrem. Aber du hältst diese Übung aus der unteren Bauchmuskulatur. Und wenn du möchtest, fass dich mal an. Dann spürst du das auch, dass hier was arbeitet, ja? Deswegen denkst du nicht drüber nach, aufzuhören. Du machst einfach weiter. Aufhören ist bei mir keine Option. Egal, was wir machen. Ein Powerkurs oder hier Pilates. Du hältst durch. Und warum? Weil ich das sage. Ganz genau. Noch 4 und 3. Noch 2. Und du hältst mal an. Wir setzen noch einen oben drauf, ja? Pass auf. Nimm mal deine Füße ran zu dir und berühre mit den Fingerspitzen deine Füße und schieb wieder weg. Schön langsam, kontrolliert. Und nochmal, möglichst nicht absetzen, ja? Wenn du spürst, dass du hier so ein bisschen wackelst, ich wackel auch, das seht ihr, dann freu dich darüber, dann arbeiten deine Faszien ganz wunderbar, sonst würdest du umfallen, ja? Also ran, halten, 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 halten und wieder weg und das machst du noch einmal. Komm, 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 komm. Doch, doch, doch. Ja, ich weiß, das ist ein bisschen deftig, aber wir brauchen das gerade. Ein bisschen deftig, richtig? Komm, und jetzt absetzen. Okay, nochmal rund und wieder rausdrücken. Nochmal rund. Letzte Runde hier, Beine wieder lang, ganz wunderbar, okay, das ist jetzt auch ein bisschen schwer, aber du schaffst es trotzdem,
weil du ja regelmäßig hierher kommst, an unser schönes Sportcenter und sowieso schön fit bist, dass du es bleibst. Hände an den Kopf, an die Schläfe. Du kannst das auch mit abgestellten Beinen machen, so. Oder hier schön fortgeschritten über dem Boden schweben. Ellenbogen kommt an den Oberschenkel an. Ja, so ein bisschen Touch drankommen, genau. Wunderbar. Schieb die Beine immer ganz lang weg. Und du machst jetzt mal weiter. Ich drehe mich, dass du von der Seite mal gut sehen kannst, was ich möchte mit deinem Oberkörper. Ne? Brauche ich nämlich diese Drehung ganz gut dabei. Ne? Also mach dich hier ruhig ein bisschen rund. Komm hier nach vorne. Ja, Oberschenkel, Innenseite berührst du mit dem Ellenbogen. Ja? Schön wegschieben. Das wird mit der Zeit, mit der Zahl der Wiederholung etwas anstrengend. Das soll es auch. Das ist ein bisschen schon Power Pilates. Deswegen machst du jetzt noch 8. Und 7, noch 6, noch 5, deine letzten 4 und 3, gib mir noch 2 und der letzte, kurz halten, absetzen. Gut, jetzt kommen wir zur letzten Übung und das ist die Brezel. Wisst ihr noch? Die Brezel, ne? Meine Insider hier wissen ganz genau, was jetzt kommt. Knie nach vorne. Hände neben das Knie, rechts und links, ja? Deine Arme bleiben möglichst gestreckt. Wenn du jetzt hier nach unten schaust an deinem Körper, siehst du, dass du hier 90 Grad hast, ja? Das ist ein rechter Winkel. Dein Fuß hier ist am Oberschenkel dran und dann hebst du das hintere Bein hoch und wieder tief, ja? Heben. Und tief, aber nicht mehr ablegen, ja? Du machst weiter. Hoch und tief und hoch und tief. Schön weitermachen, nicht ablegen. Ich drehe mich zur Seite, dass du nochmal checken kannst, ob du in der richtigen Position bist, okay? Also, nach vorne mit dem Rücken. Nicht die Arme beugen. Dein Bein geht nach wie vor hoch und tief. Hoch und tief. Seitliche Bauchmuskulatur, hier trainierst du rein, fester und natürlich spürst du eventuell eine Krampfbereitschaft hier im Po oder in der Hüfte, im Bein, kann alles sein. Ist auf jeden Fall immer schön. Mach mal noch weiter, noch 4 und 3, noch 2 und ablegen. Okay, kannst du mal kurz rein. Bringt nichts, aber gut. Und dann andere Seite. Umdrehen. Und dann hoch und tief. Hoch und tief. Und hoch und tief. Denk dran, hier. Hände neben dem Knie. Ne? Neben dem Knie. Das Bein wird nicht abgelegt. Ja, komm, noch ein bisschen. Wenn du spürst, dass du auf einer Seite mehr diese Krampfbereitschaft erlebst, dann ist das ganz normal. Aber du weißt, du hältst nicht auf. Du kannst mal so kurz schütteln oder mini kurz ablegen und sofort wieder einsteigen. Denn wir wollen ja hier trainieren. Und dann musst du eben machen, was ich sage. Nehme ich einfach weiter. Gut, komm, noch 4. 3. Noch 2. Und fertig. Ja, meine Lieben. So, das war's. Wir haben jetzt ein bisschen Beweglichkeitspilates gemacht und dann auch schön ins Powerhouse rein trainiert, ja? Vorne und an der Seite. Das kannst du ruhig öfters in deinem Alltag ein bisschen integrieren. Ich freue mich jedenfalls, dass du, naja, hier dabei, also, dass du genau da mitgemacht hast. Ich freue mich aber noch mehr, wenn wir uns bald wiedersehen im Kursraum alle zusammen. Und bis dahin bleiben wir auf diese Art und Weise hier in Verbindung. Komm auch mal ruhig mit virtuell in meine anderen Kurse. Wir bleiben am Ball und wir schaffen das alle gemeinsam. Ja? Und dann freuen wir uns umso mehr. Schön, dass du dabei warst.
This is my heart for you. Bis bald.